So, hier ist schon alles bereit für den großen Einmarsch. Liegestühle stehen bereit. Es ist trocken. Perfektes Triathlon-Wetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Und Neo ist beim Schwimmen erlaubt. Auf geht's hier. Täglich grüßt das Murmeltier, genauso wie gestern. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Nur, dass ich jetzt diesmal am Start bin. Zu Chrissy fahre und die mit mir dahin fährt. Und wir einfach mal einen kleinen Rollentausch machen. Genau, also gestern der Wettkampf von Chrissy hat auf jeden Fall extrem für Motivation gesorgt. An Verpflegung habe ich vorne einen knappen Liter Wasser drin. Hinten stecke ich mir nur eine kleine Flasche rein. Und dann habe ich da hier unten auch noch die Gelflasche und sollte wirklich die Flüssigkeit nicht reichen, dann werde ich dann da nochmal nachtanken. Aber ich fand es jetzt irgendwie auch bescheuert, mit so viel Kilo zusätzlich mehr loszufahren. Muss auch nicht sein, denn für Berliner Verhältnisse hat die Strecke doch ein paar Höhenmeter. In der Gelflasche natürlich ein paar Gels, werde da ungefähr alle halbe Stunde eins nehmen. Hab da jetzt diesmal nicht so groß rumgetüftelt und wie ATP-Kompressor sagt, eine Raketenwissenschaft rausgemacht. Also alles bis zu Pi mal Daumen. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ansonsten muss der Motor noch funktionieren und da hoffe ich mal, dass Corona bei mir da nicht zu großes Leck geschlagen hat. Aber das gibt auch so ein bisschen ja, Gelassenheit und so ein bisschen ja, Spaß an der Freude eigentlich auch wieder. Mal gucken, was passiert. Also ein schöner Überraschungswettkampf und ich freue mich total, dass es der Berlin-Man ist. Genau, weil hier habe ich auch so meine ersten Versuche unternommen, hatte hier meine erste Mitteldistanz und so. Ja, ist es jetzt einfach richtig schön, da starten zu dürfen. Also mein großes Ziel für heute ist es echt, die Wechsel mal ein bisschen schneller hinzukriegen und da nicht ewig zu brauchen. Also wirklich jetzt nach dem Schwimmen einfach nur Neo aus, Helm auf, Startnummer, zack, rein. Also ich habe jetzt auch Schuhe wieder mit Gummibändern an die Pedalen gemacht oder werde sie ranmachen, dass ich da echt nicht so viel Zeit verbrauche. Und genauso auch, wenn es zum Laufen geht, einfach mal probieren, da nicht ewig rumzukrepeln. Ist natürlich so, gerade das Schuh anziehen, wenn man dann irgendwie schlapp ist, merke ich dann immer, man lässt sich einfach mehr Zeit, beziehungsweise vielleicht krampfen auch die Beine so ein bisschen. Na gut, also das ist jedenfalls mein großes Ziel, die Wechselzonen, auch wenn ich es nicht geübt habe, einfach mal ein bisschen zielstrebiger zu durchwandern. So, guten Morgen Helmi, heute bist du dran. Ja, heute bin ich dran, genau. Wie geht's dir denn heute? Hast du gut geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen, bin echt total früh ins Bett gegangen, konnte gut einschlafen. Also eigentlich alles tutti, alles perfekt, alles schön. Ja, kann ich heute in 4 Stunden alles machen, ja. Okay, das heißt, dein Ziel heute lautet unter 4 Stunden. Nein, ernsthaft? Nein, Quatsch. Also ich hatte ja ursprünglich hatte ich mal gesagt, also was mich antreiben würde, wäre 4:30, also unter 4:30 zu schaffen. Das mache ich auf jeden Fall nicht, weil da habe ich, glaube ich, mit den Schuhen, klar. Da habe ich jedenfalls nicht so die Power wegen Corona und so. Aber andererseits, die Strecke ist ja kürzer geworden. Vielleicht klappt es dann doch. Nee, ich weiß es nicht. Also einfach schwimmen und dann so gut es geht Radfahren und so schnell ich kann laufen und dann mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Ja. Die Wechselzone füllt sich allmählich. Und da ist der Helmi. Die letzten Vorbereitungen treffen. Wechselzone einrichten, Fahrrad abstellen. Also wenn ich jetzt positiv denken will, dann sage ich, ich habe mehr Muskeln aufgebaut, ich glaube, ich bin aber fetter geworden. Soll ich dir helfen beim Anziehen? Ja, du kannst direkt ausziehen musst du alleine dann nachher. Reißverschluss zumachen. Mehr Muskeln. Im Zweifel. Aber schaut gut aus. Kannst du zur Not auch einarmig tragen. Ich wollte eh nur einarmig schwimmen. Ich dachte, das wäre mal die besondere Challenge. Ja. So, der Helmi steckt in seinem Autoreifen. Ja. Jetzt sind es noch 24 Minuten. Ja, wir gehen jetzt mal runter. Und gucken uns mal an, wie die anderen starten, wenn wir das noch schaffen. Das wichtigste Utensil ist hier Ohrenstöpsel. Jetzt hat mich eben mein Fahrradstartpunktplatz-Nachbar noch mal gefragt, wann die Trinkflaschen beim Fahrradfahren gereicht werden. Ursprünglich war das zur dritten Runde und dann waren wir uns unsicher, ob wir jetzt überhaupt 3 oder 4 Runden fahren müssen. 4?
Ich glaube auch. 78 Kilometer? 76, ja. Oder 76 müssten 4 Runden sein. Kurz nochmal Karibik-Feeling. Es ist nämlich ganz schön kalt hier heute Morgen. Damit ist es so mein Tempo. So, der Start ist soeben erfolgt. Ich bin gespannt, was die nächsten Stunden bringen werden. Ich glaube, ich bin genauso aufgeregt wie der Helmi jetzt. So, mal gucken, wann der Helmi kommt. Der Fanclub steht bereit. Spitze! Helmi, hast du prima gemacht. Einmal lächeln. Da läuft er. Sieht locker aus, entspannt aus. Das macht er gut. Ey, da ist der Helm hier so schnell. Komm ich gar nicht hinterher. Schneller Wechsel. So, ich war jetzt die letzten anderthalb Stunden so ein bisschen raus aus dem Geschehen. Hab natürlich keine Ahnung, wo der Helmi sich jetzt befindet. Ich halte jetzt Ausschau nach schwarzem Fahrrad, schwarzem Helm und dunkelblauem Trikot. Gucken, ob er jetzt noch einmal eine Wende hat und noch eine Runde fährt oder jetzt schon in Richtung Ziel einbiegt. So, nachdem der Helmi eben beim Fahrradfahren fast entwischt ist, darf mir das jetzt nicht nochmal passieren. Das war er nicht. Da kommt er! Juhu! Prima, Helmi, alles klar? Ja. Sehr schön. Jo, da haben wir uns jetzt quer durch den Wald geschlagen und just läuft uns der Helmi wieder vor die Füße. Oh, super. Du wolltest eine zweite Runde wissen, ey. War ein bisschen zu heftig, glaube ich. Okay. Aber geht alles. Jetzt muss ich aufpassen. Bis gleich, ne? Eigentlich müsste der Helmi jetzt hier gleich vorbeikommen am Ende der zweiten Runde. Sprich, dann hat er 10 Kilometer, die Hälfte der Laufstrecke hinter sich. Super, das sieht prima und prächtig aus. Ja, Körpersprache war jetzt nicht ganz überzeugend. So, der Wettkampf läuft jetzt seit fast 4,5 Stunden. Mittlerweile habe ich das Gefühl, man kennt schon ganz viele Teilnehmer und innerlich verstumme ich gerade ein bisschen, weil meine absolute Hochachtung, die Gesichter, die werden ein bisschen verkämpfter und müder. Viele freuen sich, dass es bald vorbei ist, sicherlich. Aber die Mitstreiter sind echt alle so tapfer und laufen und laufen. Hat jetzt schon so was Meditatives. Die Zuschauer klatschen, glaube ich, auch nicht mehr so viel und brauchen auch eine Pause, sind erschöpft. Aber jetzt müssen wir echt noch mal Gas geben, unsere Athleten hier anzufeuern. Da ist doch echt jeder ein Sieger. Absoluter Wahnsinn. Super, das schaffst du. Locker bleiben, das schaffst du. Tja. So, der Helmi ist auf seiner letzten Runde angekommen. Die letzte von 4. Ich bin mir ganz sicher, dass er das schafft. Auf geht's, Helmi, das schaffst du. Und lächeln zwischendurch nicht vergessen. So, während wir uns auf den Weg ins Ziel machen, muss der Helmi jetzt noch seine letzte Runde sich durchquälen. Oh, tut mir ein bisschen leid, da läuft man hier bei der Wende so knapp am Ziel vorbei und hört schon den Sprecher. Wahrscheinlich wäre er am liebsten auf die Zielgerade abgebogen, aber hilft ja alles nichts. Bin mir sicher, dass er das schafft. Ich bin jetzt schon stolz, dass er sich da durchgekämpft hat. Und dann werden wir gleich nochmal richtig austicken, wenn er durchs Ziel läuft. So, da sehe ich die Leute.
goldenen Schuhe, da ist er. Hat sich durchgequält, die letzten Meter noch genießen. Dem Ziel so nah. Alles gegeben, voll verausgabt. Spitze! Emmy ist schneller als ich. Und da ist der Nächste auf den letzten Metern. Helmut Jansen, herzlichen Glückwunsch. Helmut, 4 Stunden, 47 Minuten, deine Endzeit heute. Der Helmi hat es geschafft. Helmi, du hast es geschafft. Oh, mega, 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 mega. Der Helmi ist im Ziel. Ja. Yeah. Und im Ziel war jetzt am Ende auch echt mein Ziel, also seit der Laufstrecke. Alles andere war, glaube ich, noch egal. Das Problem ist, es gibt keine Ziele. Prost, hast Prost. Du dir verdient. Ja. Also, schwimmen hatte ich eigentlich ein ganz cooles Gefühl. Und dachte so, ey, cool, also läuft richtig ja, gut. In der Gruppe gesehen. Ja? Und ich hatte eine. Okay. Und ich hatte irgendwie neben mir eine, das war so eine Staffelschwimmerin. Und dann dachte ich, also sie hat so ungefähr mein Tempo geschwommen. Dann dachte ich so, ah, das kann nicht schlecht sein. Also, weil sie ist ja meistens ein ganz guter Schwimmer. Und mit der bin ich über die Hälfte, glaube ich, zusammengeschwommen. Dann hat die aber irgendwann angefangen, Delfin zu machen oder so, weil sie vielleicht nicht mehr richtig konnte oder irgendwie Abwechslung wollte. Ja, das war ganz weit weg. Naja, und dann habe ich mich an irgendeinen anderen noch so rangehängt und beziehungsweise bin mal vor, mal hinter. Aber Schwimmen ging echt gut. Als ich rauskam, habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesehen, 41 Minuten oder so. Und da habe ich echt mit weniger gerechnet. Aber du warst relativ weit vorne. Also es kamen auch noch einige rote Badekappen aus der Startgruppe, ja. Die vor dir gestartet sind, nach dir raus. Und ja, also und das fand ich echt schwer einzuschätzen. Man hat mir da auch, glaube ich, viel zu viel Kopf gemacht. Und dann bin ich halt Rad gefahren und weil ich gebraucht habe, in meinen linken Schuh zu kommen. Also der rechte hat super geklappt, ja. Aber der linke, habe ich da voll rumgeeiert. Aber es ging auch ganz gut. Und dann bin ich die erste Runde eigentlich noch relativ easy gefahren und fand dann so am Ende der ersten Runde, das ist gut und da geht, glaube ich, auch noch mehr. Und dann dachte ich so, ich bin immer so vorsichtig beim Radfahren. Ja, jetzt, ich will es einfach mal wissen. Keine Ahnung, ist ja scheißegal, ne? Und dann die zweite Runde, es war nicht viel schneller, aber es war halt schon, also ich habe probiert eigentlich immer über 200 Watt zu fahren und es hat so einen Bock gemacht und es war so schön. Ja, also die zweite Runde war richtig geil. Und ja, ich glaube, ich habe auch echt nur überholt, aber auch da dachte ich mir, naja gut, das sind die langsamen halt vom, die halt vor mir losgefahren sind oder so und auch da dachte ich so, es kommt keiner. Naja, genau, und dann dritte Runde war auch noch zur Hälfte ganz okay und dann habe ich halt gemerkt so, also jetzt werden die Beine schwer und das kenne ich sonst halt nicht, weil ich sonst immer, wie gesagt, so vorsichtig fahre, dass ich eigentlich immer viel zu easy, viel zu entspannt vom Rad steigt und dann aber halt beim Laufen einfach richtig schön Gas geben kann. Und da habe ich schon gemerkt, also da heute geht nicht so viel. Ne? Und ich glaube am Ende, muss man ja nochmal nachgucken, war es 5,20er Pace-Schnitt, also echt grottig. Und ja, die eine Runde des ATP-Kompressor noch mitgelaufen. Kommt da. Helmut Jansen. Die Maschine. Querformat. Genau. Ach so, sonst kommt er nicht mal drauf. Bei der Figur oder was? No vertical video. ATP brauche ich. Mehr ATP. Und? Ah. Esel. Auf dem Rad zu schnell. Aber ein Tag mehr. Was hat er jetzt? 10 Kilometer, oder? 5 habe ich. Also zweite Runde jetzt, ne? Ja. Aber das war mir alles nichts. Also er wollte mich irgendwie aufmuntern, aber ich hatte so mit mir zu kämpfen. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und naja, und dritte Runde durchgequält und dann in der vierte Runde echt so unterteilt, so Verpflegungsstation,
Ebola und dann kommt ja, keine Ahnung, die eine Wende und bla bla. Und wirklich, ich dachte da echt so, ich muss gehen, ich kann nicht mehr joggen, zwar langsam und ja, aber bin halt stolz, dass ich es echt durchgehalten habe. Und also der Akku ist echt alle, es ist wirklich, also. Aber jetzt siehst du auch wieder gut aus. Nee, am Ende der dritten Runde dachte ich, oh, man hört hier schon die Stimmen, man hört den Zieleinlauf und dann musst du da nochmal kurz, bevor du eigentlich auch hier schon bist, nochmal abbiegen und dann geht es ja nochmal so ganz leicht bergauf. Also eigentlich ist ja die Laufstrecke relativ eben, aber als wir vorhin mit dem Fahrrad gefahren sind, geht es am Ende bergab und am Anfang geht es eigentlich doch so stetig bergauf und das merkst du nicht vom Sehen, aber ich glaube, es fühlt sich dann eben nochmal gequälter an. Ja. Aber du hast es geschafft. 5 Stunden Sport. Ja. Was sein soll für die nächsten 3 Tage schon geschafft worden. Ja, jetzt ist es also ich bin wirklich, das ist ganz lustig. Ein paar Leute haben mich jetzt hier auch erkannt und angequatscht und auch beim Laufen war natürlich ganz lustig. Also auch wenn es halt zart war, aber ich war echt froh, dass ich den einen Wettkampf jetzt nochmal machen konnte. Ich hatte vorher noch 2 Kurzdistanzen abgesagt, weil ich halt einfach noch nicht so fit war. Und ja, auch wenn es jetzt hart war, war es echt nochmal ein schöner Saisonabschluss. Und man merkt, dass Training was bringt. Ne? Also die langen Einheiten, die fehlen halt alle bei mir. Ne? Und vielleicht auch nochmal so Sweet Spot, Scheiße und all. Also ja, es fehlt halt alles. Ne? Und ich bin ja nur noch schwimmbar, so 1,5 Kilometer schwimmen und fühlte mich schon toll. Und Radfahren bin ich mal 1 Stunde gefahren. Ja, also, ja, aber cool. Ich meine, dafür, dass du ursprünglich in der Planung veranschlagt hast, unter einer 4,30 anzukommen, bist du jetzt bei 4,55 oder was? 4,47. Ah, okay. Ist doch eigentlich voll. Na. Naja, gut, aber wie gesagt, am Ende sowieso nicht. Genau, aber wie gesagt, weil die Strecke kürzer ist. Ne? Also, die ist halt eine 76, ja. Aber ist natürlich mehr Höhenmeter. Also, ja. Das läppert sich ganz schön zusammen. Ja. Ich habe gestaunt, wie schnell du aus deinem Neo raus warst, weil ich bin ja, als du aus dem Wasser kamst, bin ja auch die Stufen hoch und nach vorne und habe dich ja gerade noch so erwischt. Ja. Da warst du echt schnell. Ja, und was halt echt cool ist, die Schuhe einzuklicken, also auch wenn man so blöd ist wie ich und dann halt nicht in die Schuhe reinkommt. Aber du bist halt erstmal raus, ja, und du rollst ja und das ist, ja, echt, aber da muss man halt alles üben und dann geht's auch noch besser. Mittlerweile sind jetzt schon wieder ein paar Tage vergangen, fast 1 Woche zum Wettkampf und ich habe den Film geschnitten, habe die Szenen zusammengeschnitten und es ist natürlich immer wieder schön, sich das alles anzusehen, also Dank nochmal an Chrissy, die ja die kleinen Filmsequenzen eingefangen hat und auch für die Kommentare und auch nochmal an ATP-Kompressor, der da echt die Runde mit mir gelaufen ist, was ich überhaupt nicht zu schätzen wusste in dem Moment. Und ja, also ich finde immer, so ein Wettkampf ist so eine coole Zeit, die noch Tage danach wirkt. Da steckt so viel drin, über was man nachdenken kann, was einen beglückt und ja, ist immer wie so ein kleiner Höhepunkt und kleine Belohnung für Training. Ja, und das ist schon das Stichwort. Also ich habe es ja auch eben schon im Video gesagt. Mir fehlte einfach das Training und die positive Erkenntnis ist einfach, dass Trainieren tatsächlich was bringt. Ich war wirklich auf dem letzten Loch und das war ja beim Laufen einfach nicht mehr schön. Das war eigentlich nur noch anstrengend und ist für mich jetzt Motivation für die nächste Saison. Ja, natürlich, klar, sagt man sich, nimmt man sich immer vor, aufs Training gut zu achten, keine Einheit ausfallen zu lassen. Aber das jetzt nochmal so am eigenen Leib zu spüren, war natürlich nochmal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. So rein muskulär war ich jetzt eigentlich gar nicht zerschossen nach dem Wettkampf. Das war eher energetisch. Also am Tag selber ging mir das eigentlich noch sehr gut. Aber dann die kommenden Tage, ich war wirklich so müde, wie lange schon nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, dass da einiges aufgeholt werden musste oder dass da die Tanks wieder aufgefüllt werden mussten. Und genau, jetzt geht es eigentlich alles wieder ganz gut. Ich werde jetzt weiterhin noch ein bisschen Pause machen und mal gucken, ob ich mir irgendwie noch so ein kleines Bonbon für die Saison reinlege. Aber da bin ich mir unsicher. Lieber jetzt mal richtig pausieren, regenerieren und dann auf zu neuen Zielen. Aber dazu dann in einem anderen Video. An der Stelle kann ich mich wie immer nur bedanken fürs Zusehen. Wünsche euch gutes Trainieren und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.